Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Lightyear Frontier. Heute habe ich mir Verstärkung geholt, und zwar den... Wen hast du dir denn geholt? Den Roboter Farmtech Mech Epi. Oh mein Gott, ich sage einfach nur Epi, es ist vielleicht kürzer. Wir wollen zusammenspielen, deswegen habe ich euch jetzt hier erstmal in diesem Menü willkommen geheißen. Und zwar habe ich keine Ahnung, wie das jetzt funktioniert, ob das mit meinem Spiel funktioniert oder nicht. Ich gehe jetzt mal auf Mehrspieler und auf Mehrspielersitzung hosten. Ja, da wird mir meine... Ich habe einen super schönen Namen. Ich hab den geilsten Namen für meine Welt herausgesucht, fürs Let's Play. Roboterwelt. Die kann ich nehmen und ein Passwort erstellen. Das mache ich jetzt mal hinter eurem Rücken. Und eventuell kann ich euch dann noch zeigen oder ansonsten sagen, wie das Ganze funktioniert hat. Mhm. Hat er nicht angenommen. So, ich stehe schon mal drin. Wie war das nochmal? Ah ja, hier konnte ich auf normale Einstellung umstellen. Ich stehe drin. Es ist wie quasi um uns herum. Am Gewittern und am Regnen. Wobei Gewitter ist nur angesagt. Es ist noch nie um Gewittern, aber es könnte gleich kommen. Aber ich sehe den faulen Epi nicht. Wie sieht das denn da hinten aus? Das ist mir gar nicht so aufgefallen. War das beim letzten Mal auch so mit diesen lilanen? Also den Schimmer glaube ich ja, aber diese Steine habe ich glaube ich nicht gesehen. Das, was du gemacht hast, ist zwar schön, aber du musst mir einen Einladungscode schicken. Ja, den habe ich nicht bekommen. Nein, den musst du erzeugen. Du kannst... Warte mal, Freund einladen. Wenn ich auf Escape drücke, Freund einladen. Genau. Dann musste ich dich aus meiner Liste aussuchen. Und mehr kann ich nicht machen. Ach nee, Moment. Ich habe hier einen Einladungscode, kann ich anzeigen, steht hier. Genau. Aber ich habe dich direkt eingeladen. Ja, warte mal. Geht das auch? Weiß ich nicht. Nee, das geht doch nicht. Ich bin noch nicht auf Steam. Gib mir mal einen Einladungscode. Der Epi versaut alles. Er ist gar nicht auf Steam. Das habe ich zwar in der letzten Folge schon erwähnt, aber ich habe es vergessen. Also, ich bin jetzt auf Einladungscode gegangen. Das war... ein Passwort quasi, was ich ihm jetzt gegeben habe. Was er jetzt gemacht hat, kann er allerdings mal selber erklären. Also ich habe den Code, also diesen Einladungscode muss man einmal eingeben. Und wenn du ein Passwort für die Welt hast, muss ich das im Anschluss auch noch eingeben. Das bestätige ich jetzt und jetzt trete ich der Sitzung bei. Lügner, Lügner, ich sehe dich. Oh. Ja. Region wiederhergestellt, Kiefernhöhen. Ich weiß noch nicht mal, wo die Kiefernhöhen sind. Die sind da vorne. Muss mal auf die Karte gucken. Wenn du reinkommst, links. Oh, I don't like the look of this. Der das gefällt ihm nicht, dass wir es wiederhergestellt haben. Hallo? Was passiert jetzt? Hä? Da hinten sehe ich deinen Namen, aber ich kann mich nicht bewegen gerade. Ja, aber hier kommen irgendwelche so komischen Dinger. Good morning, Sleepyhead. Let's do some exploring today. Gummibäre entdeckt. Ach, guck mal, nur weil ich das Zeug jetzt getrunken habe, habe ich die Gummibäre entdeckt. Wieso kriege ich hier überall Disteln bei mir im Gebiet? Hallo, geht weg von meinem Essen. Geht weg. Giftiges, ich kann es nicht anvisieren. Warte mal, hallo. Giftiges irgendwas ist, steht hier drin. Erntesauger erforderlich. Achso. Hallo, wieso kommen die hier? Und du hast hier die Seuche mit angebracht. Was denn? Was ist das denn? Ich habe nichts mitgebracht. Ich komme gerade zu dir. Ja, ich werde hier gerade angegriffen von giftigen Efeu. Keine Ahnung. Fang die herabfallenden. Ach so, fangen soll ich. Ah, giftige Schote. Great job. Ich bin hier gerade leicht überfordert. Ich weiß nicht, ob jemandem das aufgefallen ist. Der Epi kommt hier rein, der läuft da hinten ganz nackt ohne Roboter rum. Und auf einmal... Was für ein ja, toll, jetzt muss ich mir alles nochmal holen, ne? Oder wie? Du hast mir auch nichts mitgebracht, ne? Irgendwas mit dem Doc. Ich konnte es jetzt nicht durch den Geplapper jetzt hier hören. Also erstmal macht der Epi hier einen kompletten Eisblock aus unserer Wohnung.
weil wir draußen Sturm haben und noch keine 10 Grad. Und dann kommt er hier an und macht mir hier alles kaputt. Was, mir hier alles kaputt? Du Sau. Ich muss mal eben meine Sachen holen. Ich muss jetzt erstmal hier diese giftigen Dinger wieder... So, ich glaube, ich habe es jetzt alles wieder verschönert. Was machst du denn jetzt? Der EP haut einfach ab. Der sagt, hey, Alter, ich geh mal wieder. Ich muss das Tutorial machen. Ich brauche doch die Werkzeuge alle. Ja, aber die haben mir jetzt hier meine Gummibären kaputt gemacht. Aua. Ich habe jetzt keinen mehr, womit ich was schießen kann, ne? Moment, Besen, Ausrufezeichen. Kann ich was Neues bauen? Händlerlandeplatz. Ach, davon hat er gesprochen. Ich habe keine Ahnung, was er eben gesagt hat, weil, wie gesagt, ne? Aber es ist übrigens nicht die beste Basis, habe ich jetzt gehört, beziehungsweise gelesen, weil wir brauchen eigentlich einen Fluss in der Nähe. Ich weiß aber nicht, vielleicht ziehen wir die Sachen irgendwann nochmal um oder so. Ich habe keine Ahnung. Gelber Baumsprössling entdeckt. Ich weiß nicht genau, warum oder wie ich den entdeckt habe. Weil ich gerade Bäume hacke. Achso, wir machen alles dann zusammen. Okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Was brauchen wir denn genau hierfür? Wir brauchen Aluminiumstangen 10, rote Kristalle 8 und Steine. Pass auf, Steine kann ich reintun. Die habe ich. Bin ich ganz stolz drauf. Ist dein Bot auch so laut? Das weiß ich nicht. Was ist jetzt? Scheiße, ich glaube, ich bin ausgestiegen. Ich wollte nicht aussteigen. Hallo. Let's get down. Ich wollte die Steine da reinmachen. Wieso kann ich die nicht reinmachen? Ich habe doch 16 Stück. Hä? Maximum? Wieso steht da blockiert? Ach so, weil ich da drauf... Nee, nicht, weil ich da drauf stehe, oder? Ihr könnt mich doch mal kreuzweise, ganz ehrlich jetzt. Ja, also wie ihr seht, kaum spielt man zusammen, hat man hier leichte Startschwierigkeiten. Wir müssen diesen Händler-Landeplatz bauen, den du dir nicht angucken kannst und auch nicht weißt, wovon ich rede, weil du gar nicht da bist. Baue Dekorationen im Umkreis des Gehöfts. Wieso muss ich Dekorationen bauen? Eine habe ich schon. Ach, das war bestimmt hier dieser Konstruktionen, Herstellung, Pflanzen, Lampen. Da steht aber nirgendwo Deko. Ein Blumenbeet wird aber Deko sein, nehme ich an, oder? Ja, soll ich? Also, ja. Ich mach mal ein Blumenbeet hier rein, damit das schön aussieht. Aber im Umkreis sollst du die bauen, also nicht direkt da, ne? Ja, ich würde das eigentlich... Achso, freier Modus hier, so. So, machen wir mal hier einfach hin. Wir machen mal zwei Blumenbeete, dann haben wir auch drei Dekorationen. Nein, oh, so wollte ich das nicht machen. Maximum hinzufügen. Ich will jetzt immer F drücken. Ich habe zu viel andere Spiele gedrückt. Oh ja, ich bin heute... Hä? Moment, im Umkreis des Gehöfts. Was ist denn das Gehöft? Ja, dein Platz da. Ist das linke hier? Blauer Farbblumensprössling, Rohstoff entdeckt. Was machst du denn da hinten alles? Ich kann dir gar nichts zeigen, weil du hier alles vorwegnimmst. Nein, ich sammle nur Blumen ein und so Sachen. Ja, aber wir wissen noch nicht mal, welche Blume das jetzt ist. Doch, die blaue Farbblume. Ja, super. Ich habe keine einzige davon gesehen. Jetzt kann ich die Dinger nicht aufheben. Ja, das ist jetzt richtig geil. Vielleicht meinen die... Oder gilt das nicht als Dekoration? Das kann natürlich auch sein. Nee, Dekorationen Pflanzen steht hier. Dekorationen Lampen. Ich hätte noch den Bewässerungsschlauch. Hast du den gesehen? Ich habe keinen Bewässerungsschlauch. Dekorationszäune. Nee. Wer bist du? Also das sollen eigentlich alles Dekorationen. Ich mache das Ding jetzt mal hier in der Nähe von dem hin. So, wahrscheinlich also. Ist das jetzt... Ach, was muss ich denn mal machen? Rechte Maustaste, glaube ich, oder? Das reicht dem immer noch nicht. Was nennen die dann im Umkreis? Und was ist das Gehöft? Ist das nicht hier dieser Unterschlupf? Also Gehöft ist deine Base, würde ich jetzt mal sagen. Ja, weil da steht immer noch 1 von 3. Und ich habe jetzt im Umkreis von dem Zelt habe ich jetzt 2 Sachen gebaut und im Umkreis von dem Unterschlupf da habe ich 2 Sachen gebaut. Ich verstehe es nicht. Das Problem ist jetzt natürlich auch, wir brauchen, wie gesagt... 10 Aluminiumstangen, wo ich nicht weiß, wo ich die herkriege. Und 8 rote Kristalle, wo ich nicht weiß, wo ich die herkriege. Also ich guck mal. Zwei herkriege, weiß ich, aber mehr auch nicht. Ich guck
mal da hinten, was das für komische rote Kristalle. Aber ich glaube, die habe ich beim letzten Mal schon gesehen. Aber ich, wie gesagt, ich sammle gerade immer noch meine Teile ein für meinen Roboter, ne? Damit ich was arbeiten kann. Ach, die Teile meinst du? Ja, die muss ich. Das, was du hast, muss ich jetzt einsammeln. Flup. So, wir sind jetzt in den Kiefernhöhlen. Die haben wir aber angeblich schon. Was haben wir hier? Ich habe Rotkohlsamen entdeckt. Muss ich dir nicht sagen, oder? Das siehst du auch so. Mhm. Wir sagen dem Epi jetzt das Offensichtliche. Das zeigt er mir nämlich an. So, warte mal. Das ist doch hier diese Tür. Nee, das ist die gar nicht, ne? Das ist was anderes gewesen. Wir haben doch eben ein Video gesehen. Ich hoffe, das hast du auch gesehen. Wo die irgendwelche Pfeile an den Türen gemacht hatten. Womit kann ich das denn eventuell machen? Kann ich das aufbohren? Ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal schon mal probiert hatte. Ach, das war das Ding zum Füttern. Aua. Ah, ich brauche gutes Futter dafür. Bin hingefallen. Musst du wieder aufstehen. Ich muss den erstmal wieder hinstellen. Ich bin über den Stein gestolpert. Das sah irgendwie doof aus. Der Epi ist über einen Stein gestolpert. Jetzt kommt er nicht mehr hoch. Es ist halt ein alter Mann, da kann man nichts mehr machen. Ja, ja, ja. Scheiße, was habe ich jetzt gesagt, was ich brauche? Genau, M brauchst du. Gutes Futter. Wie mache ich das nochmal? Es ist schon wieder, mit so einem Gerät. Es ist schon wieder ein paar Tage her und ich habe keine Ahnung, was ich hier gemacht habe. Du brauchst ein Futtergerät. Also, Gummibärenöl brauche ich. Gummibären. Aber wie kann ich dieses Öl herstellen? Das kann ich doch nicht hier. Auch mit der. Nee, mit so, der doch. Anderen Maschine. Doch, doch. Zwei Maschinen. Doch, doch. Zur Warteschlange. Das dauert aber eine Minute. Ich will jetzt aber keine Minute machen. Komm, mach hinne. Ich habe keine Geduld für sowas. Ich will bei solchen Spielen, dass das sofort, dass es fertig ist. Du Sau, wo hast du jetzt die Aluminiumstange entdeckt? Ja, da, wo ich die Sachen eingesammelt habe. Stopp, stopp. Du bist bei den Kiefernhöhlen da oben. Genau, und da sind so Löcher und da gucken die raus, die Stangen. Und die habe ich gerade abgebaut. Wie die gucken? Warte, ich komme mal eben zu... Ich weiß... Hä? Doch, da hinten. Ja, komm mal zu mir. Jetzt, wehe, du bewegst dich oder baust da noch irgendwas ab, du, dann schlag, dann komm ich rüber und schlag dich. Ja, die sind, hier sind jetzt keine mehr, aber die sind vielleicht eigentlich in der Nähe noch. Dem Epi sollte man so richtig mit einem Eisenrohr mal eine draufgeben. Aber obwohl, du gehst gerade irgendwo anders hin, irgendwo gehst du jetzt gerade da oben rum. Ja, ich kann anders nicht darüber gehen. Ich bin in so einem Gang hier drin. Wie gesagt, hier ist ein Hügel, ich kann ja anders, oh warte mal, sind das die roten Kristalle hier? Ja, die sind auch schön, aber die Verbesserung erfordert. Ach, deswegen konnte ja, ich brauchst du bessere. Nehmen. Ja, da musst du dann ein Upgrade machen wahrscheinlich. Ne? Ja, dann habe ich die doch schon mal gesehen beim letzten Mal. Jetzt rennst du auch wieder oben rum. Jetzt, du rennst falsch. Nee, echt? Oh, warte mal, was ist das denn hier? Jetzt muss ich warten hier, weil sie wieder irgendwas. Ach, das sind Tiere. Tun. Nee, ist okay. Ich dachte gerade, das sind Blumen. Die sehen aus wie Blumen, diese komischen Tiere. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Also er sagt auch überall Aluminiumablagerungen hier bei mir. Ich komme hier gar nicht. Hä? Ich komme gar nicht zu dir. Es wird hier dunkel und ich komme nicht dahin. Moment. Ich muss mal eben ein paar Blumen in meinem Weg hier aufsaugen. Nee, Rotkohl, Entschuldigung, keine Blumen. Ja, ja, komm mal hier runter. Hier, hier, hier. Ja, ich muss aber erstmal hier runterkommen. Also pass auf, diese Löcher hier, ne? Da stecken zwei so Aluminiumstangen raus. Hier, geh mal mit dem Ding dahin. Der zeigt dir Aluminiumablagerung, ne? Stachelsäge. Aber, jetzt sind keine Stangen da. Aber hier sind die dann. Also das, kann man sich das irgendwie markieren eigentlich auf der Map? Warte mal, ist das auch Aluminium? Nee, das ist nur. Ah, Moment. Ach, jetzt sag mir nicht, das ist Aluminium. Was denn? Oh nein. Ich bin wieder hingefallen. Aber ich stehe wieder. Du kannst das, genau, mich doch das ist mal. Aluminium. Die habe ich doch schon mal gesehen in der letzten Folge, glaube ich. Ja, das war Aluminium. Also, der, weißt du, der Epi, der kommt hier rein, nimmt alles vorweg, erklärt nichts. Na gut, jetzt gerade mal so. Da ist nochmal Aluminium. Ja. Und dann auf einmal entdeckt man was, was man ja eigentlich schon entdeckt hat. Das hatte. Aluminium übrigens. Das hört sich jetzt irgendwie nicht so ganz richtig an. Ich bin schneller, ich bin schneller. Haha. Ich kann aber fliegen, du nicht. Ah, da hinten. Da hinten. Oh, was ist das denn da? Das sieht gefährlich aus. Ich glaube, das wird mir nicht. Meinst du die Dinger, die wir füttern müssen?
Nein, hier, die Aluminium sehen gut, aber was ist das hier? Das sind die Dinger, die wir füttern müssen. Dafür mache ich ja gerade einmal Essen, damit wir da 20 davon füttern. ja, okay. Man kann keine 20 davon füttern. Können wir uns mal irgendwie hinlegen oder so? Ich möchte die Nacht gerne überspringen. Ja, wenn ich mal hier wieder zurück rauskomme. Oh, warte mal, was ist das? Da, warte mal, ich muss hier, glaube ich, erstmal das Ding wegmachen. Was bist du? Blaue Farbblume. Kann ich dich abbauen? Ja, kann ich. Das sind die blauen Farbblumen, die der Epi hinter unserem Rücken einfach abgebaut hat, wo wir nicht wussten, was es ist. Der roter Kristall muss hier noch rein. Ja, ach nee. Dann viel Spaß dabei, herauszufinden, wie man die Verbesserung macht. So, nee, er will es wieder nicht reinmachen, weil es wieder nicht blau ist. So, Gummibärenöl ist fertig. Ja, ich brauche das Gummibärenöl. Gib mir das, geh weg da, ich muss das Gummibärenöl haben. Hä, hey, wo ist das? Hallo? Das liegt dahinter immer meistens, oder? Hier, ja, da liegt es aber nicht. Ja, normalerweise, das ist die Scheiße bei den Wenn du das weggenommen hast, zerlege ich dich in alle Einzelteile. Ich schwör's dir. Also ich hab Gummibärenöl. Warte mal, kann ich das abwerfen? Auf! Ich zerleg dich in alle Einzelteile. Warte mal, ich geb dir das. Ne, Spacebar, jede Menge. Hä? Fallen lassen. Alles. Was ist das? So. Hast du's jetzt? Wieso hast du zwei davon? Ja, weil hier zwei rausgekommen sind. So, gutes Futter. Ja, zwei. Bestätigen. Ich bleib jetzt hier stehen. Ah, nee, ich hab's schon, oder? Ich hab's doch jetzt gerade im Inventar. Ja, genau. Aber trotzdem, können wir die Nacht nicht irgendwie überspringen? Warte mal. Man kann schlafen. Kleines Zelt betreten. Scharfes Auge. Du hast die Chance, zusätzlich Rohstoffe zu finden. Das ist ja toll. Ah, nee, da ist Schlafen. Tag 5. Warum hast du immer Angst vor der Nacht? Die Nacht kann auch schön sein. Ja, das ist mir egal, aber das sieht man nicht so gut bei der Aufnahme. Let's build something jaw-dropping today. Baue Verbesserungsdepot. Das ist ein Holzwegweiser, das ist kein Verbesserungsdepot. Das ist ein... Nee, Moment, das ist doch das, was ich hier schon habe zum... Nee, das war dieses Handlungsding. Stimmt. Dann machen wir das Verbesserungsdepot. Keine Ahnung, wo wir das hin machen. Da. Oh, wieso gehe ich immer da? Oh. So. Tun wir schon mal alles rein, was wir haben. Wir brauchen noch Steine. Du kannst schon mal Steine sammeln. Und Aluminiumrahmen. Ich habe keine Ahnung, wo wir die herkriegen. Ich mache meine Fälschung. Die musst du craften. Da habe ich eine Platz freigeschaltet, wenn du das abbaust. Wieso hast du jetzt nochmal so eine Station gemacht? Montagegerät hat. Nein, das ist das andere, die Verbesserungsstation. Montagegerät Stein. Können wir auch noch machen. Ich habe aber keine Ahnung. Das ist ja, sehr klein. Können wir das irgendwie mit da rein tun vielleicht? Lager nix an Nähe 1. Ich habe keine überladen. Ahnung, was das bedeutet, aber egal. Bin überladen. Habe ich noch was zum Hinzufügen? Ja. Du bist überladen. Ich war noch nicht einmal überladen, glaube ich. Da oben habe ich was gesehen. Ja, komm, wir laufen mal da oben hin. Ich weiß ja nicht. Euch will ich jetzt nicht füttern. Ich will jetzt erstmal wissen, was das da oben in dem Roten ist. Moment. Saug die aber vorher nochmal. Ich kann nicht mehr stehen bleiben. Hast du das Montagegerät schon gebaut? Wenn du das da findest, habe ich es gebaut. Also die Sachen zum Hinstellen stehen ja alle da. Die müssen ja nur noch aufgefüllt werden. Nee, das hast du nicht gebaut. Das ist ein Schrankmontagegerät. Ach so, doch. Das war ja das letzte, was ich gebaut hatte. Ja, aber das ist nicht fertig. Natürlich nicht. Das würde ich ja nicht sagen. Du musst da noch die Steine für... Nee, die Steine hatte ich gesagt, musst du für die anderen besorgen. Was habe ich gesagt, was wir dafür brauchen? Ich weiß es nicht mehr auswendig. Wie viel Rahmen müssen Wieso wir bauen? Wieso hat der jetzt wieder Aluminiumrahmen entdeckt? Ja, weil ich das gebaut habe. Der macht immer irgendwelche Sachen, ohne dass ich weiß, was da passiert. Das ist eins meiner Lieblingstiere. Ja, toll, aber es kommt da nichts raus, oder was? Das ist aber blöd.
Die kleinen habe ich schon gefüttert. Ich habe kein Aluminium mehr. Wir brauchen noch mehr Aluminium. Das kann ich die Rahmen nicht machen. Also man sieht schon, wir sind sehr verzweifelt. Wir wissen gerade so gar nicht, wohin und was wir machen müssen. Da unten ist wieder. Ich denke mal, das wird einmal am Tag neu gespawnt, oder? Vermute ich mal. Keine Ahnung. Hat die oder Gameplayerin dich auch gefüttert? Nein, hat die nicht. Ist das? Ach, ist das nach dem Tag immer noch oder ist das nicht einmal am Tag, dass das neu gemacht werden muss? Was denn? Ja, mit dem Füttern. Dich kann ich? Dich kann ich füttern. Der ist satt, der Rattenschlingel ist satt. Oh, guck ihn dir an. Der ist satt, der Süße. Hallo. Hallo. Okay, ignoriert mich. Ich weiß nicht, wofür wir die überhaupt füttern. Keine Ahnung. Damit sie dich dann danach ignorieren, nachdem sie dann vollen Magen haben. So, geht mir aus dem Weg. Weiß ich nicht, ob die einen stampfenden Mac so gut finden. Aber ich habe hier keine Zeit zu warten. Ich muss hier Metall besorgen. Also einmal habe ich es ausgekeckelt gekriegt von einem Tier, was ich gefüttert habe. Der hat einen Aluminiumstange rausgekeckelt. Du willst jetzt nicht das sagen, was ich denke, was du sagen willst. Doch, aber du kannst. Ich habe Kohleablagerung gefunden. Aua. Ich habe Kohle. Oh, das ist ein Fels. Ich habe Kohle entdeckt. Also ich schätze mal, die Rohstoffe kommen tatsächlich nur aus diesen komischen Erdhügeln heraus, oder? Och, ey. Auch wenn die anderen genauso aussehen, sind es keine Rohstoffe. So nach dem, was ich jetzt hier verstanden habe. Oder mir vorstellen kann. Ja, nimm es doch an. Hallo. Oh, jetzt bin ich auch überladen. Du Sau, du hast die Krankheit des Überladens mitgebracht. Nee, du bist überladen, weil du zu viel Zeug. Du musst nicht zu viel Steine da einsammeln immer und so. Das ich habe nur Aluminium, danke schön. Und Kohle. Ja, dann hast du zu viel davon eingesammelt. Mhm. Obwohl, ich glaube, überladen hatte ich in der letzten Folge auch einen. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ja, woran sehe ich denn, dass das zu viel... Warte mal, was ist denn? Ich habe 25 Aluminium. Ach so, hier unten. Ach, das geht nach Gewicht. Ah, ja, okay. Kann sein, dass ich das in der letzten Folge auch schon mal rausgefunden habe. Wenn ja, dann haltet mich jetzt einfach für bekloppt. Das ist mir egal. Ich finde gerne Sachen mehrfach innerhalb eines Let's Plays heraus. Vor allen Dingen, wenn ich dann schon länger nicht mehr gespielt habe. So, die Gummibären nehme ich aber noch eben mit. Wiegt hoffentlich nicht viel. Was meckerst du hier so rum? Ich habe euch alle gefüttert. Okay, ich habe nur 3 Stück gefüttert. Schmeißen wir erstmal. Können wir da noch Aluminium reinmachen? Aluminiumstange. Nee, da fehlen nur noch die roten Kristalle. Und hier fehlen die Aluminiumrahmen. Die habe ich natürlich nicht. Kann ich die im Baumenü eventuell machen? Oh, eine kleine Hütte können wir machen. Ja, ich glaube, dann wird das Lager größer, also der Umfang. Ja, aber oder? Muss ich das daneben dann bauen? Na, das weiß ich nicht. Da. Weil ich kann das jetzt frei hier einfach hinstellen. Ich stelle das jetzt mal einfach daneben. Ich bin jetzt einfach mal so kackendreist hier. Du hast natürlich wieder alles an Aluminium hat sie hier abgebaut, weißt du? Da kann man nichts mehr kriegen. Die Gameplayer, die hat sich alles geschnappt. Ich weiß trotzdem immer noch nicht, wie ich jetzt diesen... Den Rahmen machst du in dem besseren Gerät da, was da neben dem Futterding ist. Ah, ich hab's rausgefunden. Hm. Naja, 12 jetzt nicht. Ich mach mal die Hälfte. 4 brauchst du für das eine Teil. Hat er das jetzt aufgenommen? Hat er das schon gemacht? Montagegerät öffnen? Ja, anscheinend ja. So, da brauche ich 4. Aber es ist wieder rot. Ich kann es wieder nicht einfügen. So, hol dir eine Verbesserung in ein Verbesserungsdepot. Das ist doch das Ding hier, aber das kann ich nicht anwählen. Ah, doch jetzt. Wieso muss ich denn da rausgehen? Hallo? Womit bezahle ich das denn?
Du siehst irgendwie warte komisch mal, aus. Warte mal, Aluminium, Bewässerungsschlauch. Ich habe keine Ahnung, wie ich aussehe. Du siehst aus wie der Michelin-Mann. Oder als wenn du in die Hose gemacht hättest. Stachelsägekraft, das ist doch das Ding, oder? Da brauche ich Aluminiumteile für. Aua. Achso, Samengewehr, das könnte ich, aber das brauche ich ja erstmal nicht. Also warum soll ich da die Rohstoffe jetzt dran geben? Fehlen mir denn Inventarkapazität, warte mal, ich muss 16 Pflanzenöl herstellen noch. 16 Pflanzenöl, okay. Habe ich keine Gummibären mehr? Hä? 16 Pflanzenöl. Achso, das sind nur Samen. Achso. Oh. Warum hast du hier so... Wieso kann man nicht einfach sagen, ich will da 16 von haben? Wieso muss ich jetzt hier dabei stehen? Und wieso steht da 3 von 5? Ach so, weil ich nicht genug Pflanzenfaser habe. Hast du Pflanzenfaser? Ja. Kannst du mir die geben, ohne dem Ding hier zu nahe zu kommen? Nein. Was machst du? Du hast schon wieder Unkraut da reingesetzt. Nein, das sind Gummibären. Da gehen Gummibären. Das sind keine Gummibären. Wo willst du was reingesetzt haben? Wo soll ich was reinsetzen? Ich brauche Pflanzen. Nicht weg da. Geh weg. Du nimmst mir das sonst wieder weg. Ich brauche Pflanzenfaser. Ganz viel. Warte mal, wie viel habe ich denn? Ich habe 3,30, aber die kriegst du nicht. Gib mir die mal alle. Nein. Ich muss den Leuten das ja zeigen. Also die liegen hier. Achso, ist das alles in einem? Nein, ich habe sie wieder aufgesammelt. Warum sammelt der sie wieder? Nein, hast du nicht. Das sah aber so komisch aus. Woran sehe ich jetzt? 5 habe ich. Wie viel brauche ich denn? Ist doch nur einmal Pflanzenfaser dann, oder? Was ich brauche? Ach du Schande, du brauchst jedes Mal 5. Oh Gott, das dauert ja ewig. Oh, das ist nicht euer Ernst jetzt hier. Weil ihm, wenn ich da nicht daneben stehe, kommt der Epi die ganze Zeit an und dann klaut er mir die Dinger wieder. Das macht er immer. Ja schon, ich muss mir wieder meine eigene Base bauen, weil ich Stachelsäge, ich kann nur Zeug immer ihr geben, damit sie irgendwas machen kann, weil sie unfähig ist und alleine. Nein, alleine hätte ich das ja alles viel schneller schon gemacht. Geh nur nicht an das Gerät dran, sonst klaust du mir die Dinger wieder. Die werden ja hier ausgefloppt. Wir müssen noch 3 Aluminium-Dinger in das Haus rein, damit das Haus steht. Und hier brauchen wir noch... Ach so, ja. Also Rahmen meinst du, oder meinst du jetzt Aluminium... Moment, warum wird das hier eigentlich so schnell dunkel? Das ist total ätzend. Du siehst gar nichts mehr richtig. Wieso kann man nicht mal wenigstens 5 Minuten oder 10 Minuten Tag haben? Das ist... Nein, hallo, du solltest Maximum... Ich habe doch nicht nur einen... Achso, habe ich nur einen Rahmen übrig? Dann muss ich noch mal einen machen, warte mal. So. Einen Rahmen. Ja, zack. Dann bauen wir uns hier ein süßes Häuschen. Zack. Ich habe eine kleine Hütte. Die kann ich sogar betreten, steht da. Aber wahrscheinlich nur zum Schlafen, denke ich mal. Halt, da ist was für mich rausgekommen. Da ist was rausgekommen. Ich brauche noch 8 Stück, glaube ich. Moment. Ich gehe doch mal da weg. Nein, nicht da hingehen, sonst klaust du mir das. Ich brauche das Pflanzenöl. Ich kenne dich. Du stehst dann wieder davor und sagst, nö, ich habe das nicht bekommen. Ich verstehe nicht, man sieht nicht, ob der das jetzt macht oder nicht. Nein, das in der Mitte, das kriegst du sofort. Ja, habe ich aber nicht gekriegt. Doch, das hast du im Inventar. Was auch immer es war, aber das hast du direkt im Inventar, was du gebaut hast. Ja, es sollte ein Aluminiumteil werden, aber es ist keins geworden. Ach, ey. Aluminiumrahmen. Den nein, Rahmen will ich nicht machen. Ich kann nichts herstellen, keine Ahnung. Oh Mann, ey, was ist
Das ist echt, das ist das, was mir so überhaupt nicht so dieses Craften davon. Du brauchst auch zwei Aluminiumstangen dafür, das weißt du, ne? War das hier hinten die Höhle? Wo war die Höhle? Nee, die war hier nicht. Scheiße, jetzt hat. Ja, dadurch, dass du woanders das gebaut hast, weiß ich nicht, wo das war. Der Epi will cheaten mit seinem Wissen, was er schon über das Spiel hat. Will er jetzt einfach dahin laufen und sich alles holen, was er braucht? Nein, da ist nicht alles, da sind aber zwei Dinger drin. Nur da ich nicht weiß, wo die jetzt war hier, oder das ist random generiert, vielleicht auch woanders, kann auch sein. Ja gut, das kann natürlich sein, weil ich bin hier im Anfangsgebiet, ich weiß das nicht, wo du gebaut hast. Ja, war ich auch, aber die war bei mir... Andi. Was sind denn das für tolle Leuchten? Das ist Tiere. Irgendwo anders. Aua. Er rennt einfach weg. Na gut, ich warte jetzt hier mal eben darauf, bis das Öl fertig ist. Und dann schauen wir mal, ob wir uns die Verbesserung eben machen können. So, die letzten Sekunden laufen an. Ich hoffe, es waren wirklich 18, die wir gebraucht haben. Und ich habe mich jetzt nicht vertan, und es waren 19. Das wäre jetzt doof. Wieso kann ich hier nicht... Hallo? Da. So, schauen wir mal kurz nach. Wo war es denn jetzt? Aha. Hier. Nein, jetzt habe ich die beiden Aluminiumrahmen natürlich abgegeben. Oh, ist das blöd. Wo hast du die abgegeben? Ich habe die doch in das eine Ding reingetan, obwohl ich mir die extra bewahrt habe. Also aufbewahrt habe. So. Nee, jetzt, wieso liegen die jetzt hier draußen? Ach, weil ich das... Ach nee, weil ich nicht in dem Mesh drin sitze. Das ist ja dämlich gemacht. Jetzt muss ich extra wieder den Mesh betreten, die Rahmen einsammeln, wieder zurück in dieses Ding rein. Oh, das ist doch... Das ist wirklich blöd gemacht, muss ich sagen. Hier. Space-Verbesserung. So. Zack, angehender Mech-Mechaniker, führe eine Verbesserung durch. Yay! Oh, rote Linsen brauchen wir als nächstes dafür, okay. Aber für diese, also wir brauchen 5 Aluminiumteile, damit wir die, beziehungsweise 10 für uns beide. Ja, das wollte ich mir machen, aber Stachel, ich finde kein Aluminium mehr, weil das alles weg Stacheldingssäge ist. Da machen können. Ja. Die wollte ich machen, damit man wahrscheinlich dieses Erz da abbauen kann, diese Kristalle. Aber da ich die Höhle auch nicht finde... Ich würde mal sagen, wenn der Epi mich endlich mal ausreden lassen würde, dass jetzt, wo der Tag endlich wieder begonnen hat, ein perfekter Zeitpunkt ist, um einfach mal einen kleinen Cut zu machen. Und dass wir schauen müssen in der nächsten Folge, wo wir denn eventuell Aluminiumteile herbekommen, ob wir die so kriegen oder ob wir die erstellen müssen. Und ja, überhaupt. Ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.